Star Trek Prodigy ist endlich mit der zweiten Staffel verfügbar. Warum du dieser eigentlich an Kinder gerichteten Serie auch als erwachsener Star Trek-Fan eine Chance geben solltest, erfährst du in dieser Folge. Ich bin Bluey, blaues Alien, mach hier Reviews. Diesmal geht's um die ersten 8 Folgen der zweiten Staffel Prodigy, die ab sofort komplett auf Netflix verfügbar ist. Ich für meinen Teil schätze ja familienfreundliche TV-Shows sehr. Schließlich habe auch ich Star Trek als Kind kennen und lieben gelernt und das war durchaus familienfreundlich, mit kleineren Ausnahmen. Die New Trek-Serien kann man aber nicht mal älteren Kindern sorgenfrei empfehlen, zu brutal und oft einfach auch überhaupt nicht gut. Mein Review der letzten Discovery-Staffel habt ihr ja vielleicht gesehen. Lower Decks mag ich auch sehr, aber das ist vom Humor und den vielen Anspielungen her auch eher an erwachsene Zuschauer gerichtet. Prodigy richtet sich jedenfalls nun an Kinder ab 6. Sind wir Erwachsene nun also raus? Glücklicherweise nein. Die Serie hat auch für uns viel zu bieten. Angefangen bei einem großartigen Sternflottenschiff, ein riesig wirkendes, abwechslungsreiches Universum, wirkliche Abenteuer und durchaus interessante Charaktere, die auch etwas Tiefgang haben. Dazu gibt es einige bekannte Gesichter in Janeway und Chakotay, 2 Janeways um genau zu sein. Und das bedeutet hier tatsächlich doppelte Freude, denn sowohl das Hologramm Janeway als auch Admiral Janeway sind permanent Teil der Geschichte und werden von den Originaldarstellern gesprochen. Damit führt Prodigy auch Voyager sinnvoll fort, was jeder Fan dieser Serie natürlich nur begrüßen kann. Bevor ich mich nun meinem Review zu Staffel 2 widme, gibt euch mein Neffe Louis jetzt eine kurze Zusammenfassung, was in Staffel 1 passiert ist. Schließlich geht's um familienfreundliches Star Trek und Louis ist meine Familie. Er ist 12 und hat gerade Ferien und die verbringt er mit mir. Übrigens würde sich nicht nur Louis über ein Abo und ein Like von euch freuen. Danke für eure Unterstützung und eure Meinung zu dem Ganzen könnt ihr ebenfalls sagen, unten in den Kommentaren. Jetzt geht's los, ab sofort Spoilerwarnung. Okay Louis, du bist dran. In der ersten Staffel Prodigy lernen wir den Diviner kennen, einen Vaunakart vom Planeten Solum. Er sucht nach einem verschollenen Föderationsraumschiff, der USS Protostar. Dafür lässt er Gefangene in einer Mine auf dem Asteroiden Tars Lamora nach diesem Schiff suchen. Die Gefangenen Dell, zusammen mit Rock, Zero, dem Medusa, Jenkin Pock, dem Mechaniker-Tellariten, sowie dem Alien Murph. Murph, weil dieser seine Form verändern kann, die finden es jedenfalls tief in der Mine versteckt. Doch statt es dem Diviner zu geben, fliehen sie mit dem Schiff. Die Tochter des Diviners Gwyn ist anfangs ihre Geisel. Aber als sie erkennt, welche Absichten ihr Vater, der Diviner, hat, freundet sie sich mit der Gruppe um Dell an. Unterstützt werden sie von da an vom Hologramm Janeway, die ihnen nicht nur die Protostar erklärt, sondern ihnen auch die Ideale und Prinzipien der Föderation beibringt. Gemeinsam erleben sie viele Abenteuer, immer bestrebt, die Föderation im Alpha-Quadranten zu erreichen, das Schiff zu übergeben und selbst Teil der Sternenflotte zu werden. Dummerweise verfolgt sie dabei der Diviner. Er will eine Technologie an Bord der Protostar, das sogenannte Konstrukt, dazu benutzen, um die Föderation zu vernichten. Denn die Protostar ist Chakotys Schiff. Bei einer Mission gelangte er durch eine Zeitverzerrung nach Solum, 52 Jahre in der Zukunft. Der Erstkontakt mit den Vaunakart führte zu einem Bürgerkrieg, der das Leben vieler Bewohner kostete. Ziel des Diviners ist es nun, diesen Erstkontakt zu verhindern. Dazu schicken sie die Protostar als trojanisches Pferd zurück durch die Zeit, um die Föderation zu vernichten. Doch Chakotay, der aus der Gefangenschaft fliehen will, schickt das Schiff allein in die Vergangenheit, bevor die Vaunakart alle Vorbereitungen abschließen können. Der Diviner reist mit einigen anderen, darunter einer jungen Frau namens Sandia, selbst in der Zeit zurück, um den Plan zu vollenden. Am Ende sind es Dell, Gwyn und die anderen Freunde, die das Schlimmste verhindern können. Dafür müssen sie jedoch die Protostar und damit auch Hologramm Janeway aufgeben, die zu einer guten Freundin geworden ist. Das war richtig traurig. Dass der Diviner stirbt, ist aber auch sogar ein wenig traurig, denn er erkennt, wie falsch er gelegen hatte, vor allem wegen seiner Tochter. Ascendia, die den Vernichtungsplan letztendlich allein umsetzen will, kann fliehen. Nach der Rettung der Föderation will Gwyn nicht Teil der Sternflotte werden, sondern stattdessen zu ihrem Volk fliegen, um den Erstkontakt mit der Sternflotte richtig vorzubereiten. Admiral Janeway setzt bei der Sternflotte alle Hebel in Bewegung und schafft es, die übrigen Freunde als Anwärter in die Sternflotte zu bringen und unter ihr Kommando zu stellen. Gemeinsam wollen sie Chakotay aus der Zukunft retten und vielleicht besteht sogar die Chance, Hologramm Janeway zurückzuholen. Und damit geht's nun in Staffel 2 weiter. Toll, Louis, großartig gemacht. Ich habe mich das erste Mal vor der Kamera blöde angestellt. Ich habe immer in die falsche Richtung geguckt.
Prodigy hat mich jedenfalls auch begeistert. Es gibt ein paar Elemente, die mir etwas zu viel in Richtung Kids-Show gehen, wie Jenkem Pox ständiges Erwähnen seines eigenen Namens, aber dafür gibt es ja sogar eine ganz putzige Erklärung in seiner Herkunftsgeschichte. Und ich wäre auch ohne die ein oder andere Slapstick-artige Szene ausgekommen. Aber allgemein hat man eine recht gute Balance gefunden. Und so ist Prodigy wirklich eine tolle Star Trek-Show für jedes Alter. Nun hoffe ich natürlich, dass die positiven Eigenschaften der ersten Staffel auch in der zweiten Staffel erhalten bleiben. Was passiert also in den ersten 8 Folgen? Admiral Janeway startet in der ersten Doppelfolge der Staffel mit der brandneuen Voyager von der Erde aus. Und neben ihrer regulären Crew und dem Original MHN der Voyager hat sie auch unsere 5 Freunde um Dell rekrutiert. Janeways Mission, Chakotay zu retten, wurde von der Sternenflotte verboten, da man temporale Paradoxien befürchtet. Doch damit gibt sich Janeway nicht zufrieden. Im geheimen Shuttle-Hangar 3 der Voyager befindet sich ein getarntes kleines Schiff, die Infinity. Mit dem will sie durch die temporale Störung fliegen, die von der Protostar am Ende der Staffel 1 erzeugt wurde. Sie möchte damit in die Zukunft, um Chakotay zu retten. Und wenn etwas geheim ist, dann weckt das natürlich das Interesse unserer 5 Helden. Dell fällt es ohnehin recht schwer, sich in der Sternenflotte einzuleben, da er außer Lesen und Lernen keine wirkliche Aufgabe zugeteilt bekommen hat. Und so ist er es auch, der die anderen anstiftet, das Geheimnis zu lösen. Janeway erläutert ihnen daraufhin die Mission und bittet sie, es fürs Erste geheim zu halten. Doch unprofessionell, wie sie nun einmal sind, reden sie über das Geheimnis offen in den Gängen des Schiffs, was von Majel, einem Kadett des Nova-Geschwaders, überhört wird. Die Nova-Crew denkt natürlich sofort daran, eine Verschwörung aufzuklären und begibt sich zur nicht mehr so geheimen Shuttle-Rampe 3. In der Infinity kommt es dann zu einem Handgemenge und Dell, Zero, Jenkem und Nova-Kadett Majel starten mit dem Schiff in die Zukunft. Leider viel zu früh, denn sie landen auf Solom, bevor die Protostar in die Vergangenheit geschickt wird. Und das gefährdet die Existenz aller Beteiligten. Der Ablauf der Geschehnisse ist schon recht konstruiert. Das sind so diese Kinderserienmomente, die ich nicht so sehr schätze. Kein Computer in dieser Serie hat eine Sicherheitsfunktion oder auch nur ein Passwort. Der Holodoktor plappert aus Versehen aus, dass er auf Shuttle-Rampe 3 geht und tritt damit die Ereignisse los. Und dann redet Dell mit seinen Freunden nach dem Treffen mit Janeway einfach auf dem Gang über die geheime Mission Janeways, wodurch das Geheimnis an Majel vom Nova-Geschwader durchsickert. Dell und die anderen müssen dann unbedingt auf eigene Faust ihren Fehler vertuschen und das getarnte Schiff in einen anderen Hangar verschieben, um es vor dem Nova-Geschwader zu verstecken. Auch kein sinnvoller Plan, als wenn in Hangar 1 und 2 nicht andere unwissende Sternflottenoffiziere ihren Dienst verrichten würden. Hätte Dell stattdessen Janeway informiert, hätte sie die Nova-Kadetten einfach zurückbeordern können. Indem sich aber alle irgendwie dumm verhalten, kann sich die Story natürlich viel schneller entfalten. Sei es drum. Es sind eben noch keine echten Sternflottenoffiziere, sondern junge Anwärter, die sich obendrein nach Abenteuern sehen. Dass Majel und das Nova-Geschwader hier anfangs so unsympathisch rüberkommen, ist ein interessantes Setup. Ich erinnere mich noch sehr gut an die wenig ruhmreiche Geschichte um Tom Paris, Zwillingsbruder Nicolas Locarno. Ich denke, das Nova-Geschwader darf endlich mal zeigen, dass sie mehr können, als nur Fehler zu vertuschen. Die so ablehnend wirkende Vulkanierin Majel wird sicher noch etwas mehr Charakterentwicklung bekommen. Ihr Name, der offensichtlich Inspiration bei Majel Barrett Roddenberry fand, ist dafür ja schon mal ein Indiz. Auch Gwyns Erstkontaktvorbereitung läuft nicht ganz wie geplant, denn ihre Widersacherin aus Staffel 1, die zeitreisende Ascendia, hat ihr Volk bereits umfassend vorbereitet und die Föderation dabei in nicht ganz so gutem Licht dargestellt. Gwyns Sternflotten-Shuttle wird zerstört und sie soll festgenommen werden. Und so sucht sie die einzige Person auf, die sie auf Solom kennt, ihren Vater. Genauer gesagt, die 52 Jahre jüngere Version ihres Vaters. Das ist eine schöne Entwicklung. Ihr Vater ist in dieser Zeit ein gutmütiger und friedfertiger Wissenschaftler. Das passt ziemlich gut zu seiner bösen Zukunftsversion, die in einigen Augenblicken in Staffel 1 durchaus Gutes in sich erahnen ließ. Er zeigt Gwyn einen Weg auf, wie sie das Vertrauen der Führung des Planeten gewinnen kann, durch ein altes und sehr gefährliches Ritual. In Folge 3 sehen wir dieses Ritual. Eigentlich ist es ein Zweikampf. In einem tiefen Schacht muss Gwyn mit Ascendia darum kämpfen, als erstes die Oberfläche zu erreichen. Gleichzeitig sehen wir, was in der Zukunft passiert. Die Infinity stürzt auf Solom ab und Dell, Majel, Zero und Jenkem werden in die gleiche Gefängniszelle wie Chakotay und sein erster Offizier gesperrt. Sie erkennen, dass sie diejenigen sein müssen, die Chakotay zur Flucht verhelfen. Doch eine Sache ändert sich. Dell verliert bei einem Ablenkungsmanöver seine gestohlene Waffe, die Chakotay an sich nimmt. Diesmal kann er sich also zur Wehr setzen, statt wie ursprünglich die Flucht aufgeben zu müssen. Deshalb reist Chakotay mit der Protostar selbst zurück und verändert damit die Zeitlinie.
was für Gwyn in der Vergangenheit bedeutet, dass sie beginnt, aus der Existenz ausgelöscht zu werden. Wenn das mal nicht an Zurück in die Zukunft erinnert. Ihren Zweikampf verliert Gwyn deshalb. Aber etwas oder jemand verhindert, dass sie sich vollkommen auflöst und verschwindet. Ein mysteriöses Wesen ist schon zuvor aufgetaucht und hat vor der Mission, Chakoti zu retten, gewarnt. Erst vor dem Zeitreisewurmloch als große Kugel, dann telepathisch mit Gwyn und nun auch über das Terminal der Infinity. In Folge 4 lässt dieses Wesen Del und die anderen so wissen, in welcher Gefahr Gwyn sich befindet. Sie bekommen die Koordinaten des Schachts mitgeteilt, in dem Gwyn ihren Zweikampf hatte. Und obwohl sie 52 Jahre trennen, taucht Gwyn phasenweise vor ihnen auf. Die Infinity ist leider nicht mehr flugfähig nach dem Absturz und so bauen sie es zu einer direkten Zeitmaschine um, die sich der Energie aus dem Wurmloch direkt bedienen kann. So reisen sie 52 Jahre zurück und retten Gwyn. Ihr gutmütiger Vater hatte an ihrer Seite gewacht und ist nun traurig, dass er nicht mehr Zeit mit seiner Tochter verbringen konnte. Wir werden sehen, was diese Erlebnisse für einen Eindruck bei ihm hinterlassen werden. Zurück auf der Voyager zaubert das MHN eine typische Voyager-Lösung aus dem Hut, sodass Gwyn in dieser Zeitlinie weiter stabil ist. Einen mobilen Phasenstabilisator, welchen Gwyn als Armband tragen muss. Mir ist bei diesen Folgen jetzt schon aufgefallen, dass wir in dieser Staffel noch viel mehr eine fortlaufende Geschichte haben. Von Folge zu Folge verdichtet sich die Handlung, die aufgeworfenen Fragen sind wirklich spannend und meist recht logisch erklärt. Viele schöne Momente gibt es, zum Beispiel ist der Moment der Zeitreise zurück zu Gwyn wirklich toll gemacht, zitiert die Filme Matrix und die Zeitmaschine, setzt dabei aber natürlich auf eine eigenständige, spannende Geschichte. Mir gefällt besonders, wie sich die Charaktere trotz ihrer Fehler verhalten. Janeway ist verständnisvoll und versucht das Beste aus der Situation zu machen, ohne den jungen Anwärtern hier Vorwürfe zu machen. Schließlich war es ja Janeways eigener Plan, der nun leider etwas schiefgegangen ist. Folge 5 dient dann auch als Übergangsepisode. Wir haben eine Verhörszene mit Del, der Vulkanierin Majel, Rock, Jankim, Gwyn und Murph, den aber leider niemand versteht. Murph ist super, vielleicht habe ich einfach nur eine Vorliebe für knuffige blaue Aliens, aber egal. Ausgerechnet mit ihm können sie nicht effektiv kommunizieren. Dabei hatte er als letztes Kontakt zu dem Wesen, welches die Mission aus der Ferne zu lenken versucht. Del und die anderen vermuten, dass es sich bei diesem Wesen um Chakoti auf einer anderen Ebene der Existenz handeln könnte. Rock arbeitet ja im Wahl-Observatorium und hat die Vermutung, dass Murph als amphibische Lebensform unter Wasser auf andere Weise kommunizieren würde. Und tatsächlich versteht der auf der Voyager arbeitende Wal Murph. Die Nachricht, die er empfangen hat, findet mich. Und dazu eine Zahlensequenz. Gwyn gibt diese Sequenz in ihr Phasenstabilisierungsarmband ein und hat eine außerkörperliche Erfahrung, in der sie zu einem Spiralnebel im All transportiert wird. Diese Spirale ist ein symbolisches Chakotis, welches ihn stets zurück nach Hause führen soll. Es kommt hier also durchaus einiges von Chakotis übernatürlichen und spirituellen Themen zum Tragen, die auch schon in der Serie Voyager behandelt wurden. So positioniert sich Prodigy einmal mehr als würdiger Star Trek Voyager-Nachfolger. Die Szene, in der Murph den Universalübersetzer angesteckt bekommt und panisch wahllos Worte rufend durch die Gänge der Voyager rennt, war wirklich lustig. Der Wahl-Ops-Bereich ist sehr schön in Szene gesetzt. Ich weiß nicht, wie ernst man diesen Mythos ursprünglich in den alten Serien genommen hat, aber so ein Wahldeck gab es in den Bauplänen vieler Föderationsschiffe. In Lower Decks wurde es mit den Beluga-Walen thematisiert. Das Cetacean Ops dient der Navigation im Weltraum. So schön und schlüssig wie in Prodigy haben wir es bisher jedenfalls noch nicht kennenlernen dürfen. Ich denke mal, wir werden diese Staffel noch öfter Zeit hier verbringen. Immerhin hat man sich mit dem 3D-Set viel Mühe gegeben und wird es entsprechend häufiger nutzen wollen. Interessanterweise finde ich das Set der Voyager-Brücke dafür etwas schlicht, gerade wo die Original-Voyager so ein modernes und durchdachtes Design hatte. Dagegen wirkt das Prodigy-Brücken-Set eher grob und unelegant. Das sind leider auch die Worte, die ich für das Schiffsdesign der Infinity wählen würde. Ja, auch die Voyager wirkt etwas eckig, aber dieses Design gefällt mir zunehmend besser, je mehr ich davon sehe. Folge 6 startet mit einem Teaser, in dem Del von seinen Freunden verfolgt wird, böse Versionen seiner Freunde. Dann springt die Geschichte 24 Stunden zurück und erzählt, wie es dazu gekommen ist. Diese Art Teaser ist ein ziemlich unmotiviertes Stilmittel, welches schon allzu oft von anderen Serien genutzt wurde und ziemlich verbraucht ist. Die Folge selbst ist zwar ziemlich unabhängig von anderen Folgen, aber eigentlich ganz witzig. Die Freunde wollen die Voyager verlassen und wollen dafür die Infinity benutzen. Die Sternflotte hat allerdings die Vernichtung dieses kleinen Schiffes befohlen, schon da es durch die Tarnvorrichtung gegen verschiedene Abkommen verstößt. Deshalb lassen die sechs Freunde Hologramme von sich erstellen, die sie vertreten sollen, während sie versuchen, die Zeitlinie zu korrigieren. Dummerweise sind die Hologramme so überzeugend, dass sie sich selbst für real und die realen Versionen für die Hologramme halten. Am Ende schaffen es die echten Freunde um Del und Gwyn an Bord der Infinity und machen sich auf den Weg zum Spiralnebel.
Folge 7 ist ebenfalls ziemlich eigenständig, aber es passiert nur wenig, was die Haupthandlung voranbringen würde. Die Folge endet in einem ziemlichen Star Trek-Klischee, über das sich schon in Lower Decks ausgiebig lustig gemacht wurde, dem Klischee des bösen Supercomputers. Zero muss am Ende seinen mechanischen Körper opfern, um die anderen zu retten. Und auf der Voyager bleibt für einen Moment die Zeit stehen und fremdartige Tentakel greifen nach Gwyns Hologramm, welches dadurch deaktiviert wird. Folge 8 zeigt die Nachwirkung der letzten Geschehnisse und einen Zero, der nun praktisch gelähmt ist. Was für ein grandioser Zufall, dass er auf andere nicht-körperliche Wesen trifft, die ihm einen neuen, fühlenden, menschlichen Körper schenken. Das Thema fremdartiges Alien, was gerne menschlich sein möchte, hat es ja in Star Trek schon oft gegeben. Data, den man gern mit Pinocchio verglichen hat, oder Seven of Nine, die ihre menschliche Seite erforschte. Und nun eben Zero. Der fühlt sich zur Vulkanierin Majel hingezogen und das scheint glücklicherweise auf Gegenseitigkeit zu beruhen. Zeros neuer Körper ermöglicht ihm auf dem Planeten, den sie dort entdeckt haben, das Fest der Sinne mitzuerleben. Ein riesiges Fressgelage, bei dem er alle möglichen Gaumenfreuden genießen kann und sich entsprechend vollstopft. Die Freude des Rülpsens lernt er ebenfalls kennen. Auf andere unvermeidliche Verdauungsschwierigkeiten nach dem Genuss dieser exotischen Speisen geht die Serie an dieser Stelle nicht ein. Zum Glück. Körper hat noch einen anderen Haken, denn Zeros Körper wird außerhalb des Planeten nicht lange funktionieren. Wir werden sehen, wo das hinführt. Auf der Voyager ist am Ende aufgefallen, dass Del und die anderen Hologramme sind, vor allem weil ihre Persönlichkeiten wohl vertauscht wurden. Bei der Untersuchung muss Janeway feststellen, dass Gwyns Hologramm verschwunden ist. Auf den Schiffsaufzeichnungen fehlen dazu 8 Minuten. Der Doktor stellt das Gwyn-Hologramm wieder her. Doch wieder fühlt sie sich bedroht und ist ängstlich, weshalb sie deaktiviert wird. Immerhin gibt sie preis, dass die echten Freunde auf Chakotis Spur sind. Offensichtlich sind hier also auch noch höhere Mächte an der Geschichte beteiligt. Ich vermute mal, es sind Wesen, die für die Korrektheit der Zeitlinie sorgen sollen. Ist durchaus spannend. Fazit: Bisher klasse und es wird immer besser. Bis auf einige eigenständige Geschichten gehen die Folgen ja praktisch nahtlos ineinander über. Und dazu kommen jetzt auch noch viele Doppelfolgen. Prodigy Staffel 2 könnte am Ende wie ein einziger langer Film wirken. Das finde ich sehr gut. Dass die Hauptstoryline durch einige Zufälle oder die Inkompetenz unserer Helden am Laufen gehalten wird, ist manchmal etwas schade. Der Großteil der Handlung funktioniert aber. Dazu bietet Prodigy eine klasse Charakterisierung, witzige und dennoch smarte Dialoge und es werden einige interessante Ideen und Fragen aufgeworfen. Was mich wundert, und das ist jetzt keine Kritik, aber der Vorspann wurde nicht geändert. Er passte perfekt zu Staffel 1, aber nun in Staffel 2 spielt die Protostar längst nicht mehr die Rolle wie bisher. Und Hologramm Janeway ist bisher nicht mehr Teil der Handlung. Ich vermute, dass man den Vorspann bewusst so gelassen hat. Wir haben bestimmt noch die ein oder andere Überraschung vor uns. Was meinst du, Louis? Ich find's bisher klasse. Ich stehe eh total auf Zeitreisen. Geht mir ähnlich. Wir freuen uns jedenfalls jetzt schon auf die zweite Hälfte der neuen Staffel. Wir lassen uns mit dem Ansehen der Folgen bewusst etwas Zeit. Unser Ziel ist ja, das wirklich zu genießen. Nachtrag aus der Zukunft. Wow, Folge 9 und 10 haben nochmal in jeder Hinsicht eins draufgesetzt. Was für fantastische, abgedrehte Folgen das waren. Das Review dazu wird richtig Spaß machen. Wie haben euch die ersten Folgen gefallen? Schreibt uns gern und denkt auch dran, zu abonnieren und zu liken. Ihr wisst ja, wie das hier läuft. Ohne euch hat das doch alles keinen Sinn. Schaut also gern nächste Woche hier wieder rein, wenn wir uns den Rest der Staffel vornehmen. Ich zeig jetzt Louis, wie man Chronitoren polarisiert. Aber vorher ziehen wir uns noch ein großes Glas Villar-Schweinmagensäfte rein. Villar-Schweinmagensäfte.